Herzliches Hallo an euch zu Hause. Ich bin die Sabine und heute gibt es nochmal eine Yoga-Einheit für Schwangere. Wenn du mit auf die Matte gehen möchtest, dann solltest du von deinem Arzt das Okay haben, dass du Yoga in der Schwangerschaft praktizieren darfst. Dir und deinem Baby sollte es heute gut gehen. Diese Einheit ist gut geeignet, um den Körper mobil und beweglich zu halten. Achte hier immer auf deine eigenen Grenzen und mach nur das mit, was dir gut tut. Ja, und wenn du jetzt mit uns auf die Matte gehen möchtest, dann sehr gerne und wir sehen uns dann gleich wieder. Wir beginnen heute im Sitzen mit einer kleinen Anfangsmeditation. Komm dafür in einen angenehmen und aufrechten Sitz. Nimm dir gerne ein kleines Kissen unter dein Gesäß, sodass dein Becken besser aufgerichtet ist. Rutsch, wenn du ein Kissen hast oder eine gefaltete Decke, wirklich wieder fast ganz herunter, sodass du nur auf dem vorderen Drittel sitzt, dein Becken sich ganz von alleine nach hinten kippt, deine Wirbelsäule sich aufrichten kann. Schließ hier gern einmal deine Augen. Richte dich auf, zieh deine Schultern ganz leicht nach hinten, unten. Deine Hände locker auf deinen Knien, im Schoß oder auf deinem Bauchraum beim Baby abgelegt. Und hier komme an. Lass deine Sitzbeinhöcke einmal ganz schwer in die Erde sinken. Verwurzele dich fest und stabil. Aufgespannt zwischen Erde und Himmel, zieh deine Schädeldecke nach oben. Nimm deinen Atem wahr. Beobachte ihn nur, wie er kommt, wie er geht. Vielleicht kannst du spüren, wie dein Zwerchfell sich nach unten in den Bauchraum schiebt. Und wie mit jeder Ausatmung dein Zwerchfell wieder zurückschwingt zwischen deine Rippenbögen. Je nachdem, wie weit du in deiner Schwangerschaft bist, wirst du spüren können, dass das nach unten Schwingen von deinem Zwerchfell nicht mehr ganz so weit geht. Baby mehr Platz einnimmt. Nimm wahr, wie dein Atem fließt. Gerne kannst du in der Schwangerschaft im Yoga immer über den Mund ausatmen, wenn dir das angenehmer ist.
Tief über die Nase ein und lang und vollständig über den Mund aus. Spür mit jeder Einatmung die Weite im Oberkörper. Und mit jeder Ausatmung spür die Entspannung, das Loslassen im ganzen Körper. Du kannst dir auch vorstellen, wie du mit jeder Einatmung Energie zu deinem Baby im Bauchraum schickst. Und wie du mit jeder Ausatmung dein Baby einhüllst. Mit Liebe, Wärme oder vielleicht auch in einer Farbe einhüllst. Wähle deine Variante. Einatmend die Energie zum Baby schicken. Und ausatmend hülle es ein mit was auch immer du möchtest. Beende langsam wieder deine kleine Anfangsmeditation. Wir fahren fort mit einer Atemübung im Sitzen, dem Lotusatmen zur Öffnung unseres Brustbereichs und zur Aktivierung unseres Beckenbodens. Lass deine Arme ganz locker neben deinem Körper nach unten sinken. Richte dich nochmal auf in deiner ganzen Wirbelsäule. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über die Seite. Mach deine Flanken einmal ganz lang. Ausatmen, zieh deine Ellenbogen tief. Stell dir vor, du spannst deinen Beckenboden mit an. Zieh deine Sitzbeinhöcker zueinander. Einatmend löst die Beckenbodenspannung, zieh deine Ellenbogen weit nach hinten, öffne dich im Brustraum, heb dein Kinn sanft an. Ausatmend bring die Arme nach vorne, Handflächen aneinander, werde rund im oberen Rücken. Spann auch hier noch einmal den Beckenboden an, atme gerne über den Mund aus. Ein, löst die Spannung im Beckenboden, richte dich wieder auf. Aus, Ellenbogen tief, Beckenboden anspannen. Einlösen, weit werden. Und ausatmen, werde rund im oberen Rücken, spann den Beckenboden an. Fahre fort in deinem eigenen Atemfluss. Ein, aufrichten. Aus, über den Mund ausatmen, Beckenboden anspannen, Ellenbogen tief.
wenn du das nächste Mal wieder nach oben auftauchst, lang wirst, lass die Arme über die Seite nach unten sinken. Spür einen Moment hier nach. Beckenboden wieder entspannt, Wirbelsäule aufgerichtet, dein Gesicht, der Kiefer entspannt. Wir fahren fort mit dem Schmetterlingsatmen. Mit der Einatmung bring die Hände vor deinem Herzraum zusammen, bring die Arme nach oben, werde weit. Aus, lass die Arme über die Seite langsam kontrolliert nach unten sinken. Synchronisiere die Bewegung mit deinem Atmen. Einatmend Hände vor dein Herzraum bringen, nach oben fließen. Aus, gerne wieder über den Mund ausatmen, langsam die Arme kontrolliert absinken. Fahr fort für 4 Runden in deinem Atemrhythmus. Letzte Runde hier. Und dann komm wieder für einen Moment an. Strecke dann deine Beine nach vorne aus und beweg deine Zehen ganz sanft. Krall die Zehen ein, als ob du einen Bleistift halten möchtest, und dann spreiz deine Zehen weit auseinander. Nimm deine ganze Füße mit in die Bewegung, streck sie im Wechsel weit nach vorne, zieh sie zum Körper ran. Und nun geh über in Kreise. Kreise deine Füße so weit wie möglich. In den Gelenken hält sich immer viel Energie auf, die durch die Gelenksübungen freigesetzt wird. Ist auch in der Schwangerschaft sehr zu empfehlen, da sich oft hier Anstauungen von Wasser festhalten in den Beinen. Einfach zum Lockern für das Ganze. Einfach zwischendrin mal auf der Couch, beim Schlafengehen, vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen ein paar Mal die Füße durchbewegen. Und dann langsam wieder zur Ruhe kommen. Stell deine Füße vor deinem Gesäß auf. Greif deine Oberschenkelrückseite rechts. Und dann beginn einmal dein Bein weit nach oben zu strecken, ausatmend wieder abzusenken. Mach das ein paar Mal, schau, dass dein Bauchraum genügend Platz hat. Immer wichtig in der Schwangerschaft, dem Baby Platz schenken in jeder Übung. Und dann langsam wieder beenden, Wechsel. Linken Oberschenkel greifen, auch hier beginnen einzustrecken, flex die Zehen und aus, beug wieder dein Bein an. Und auch hier die Seite beende nun wieder. Komm zurück in einen Sitz und wechsel langsam, achtsam in den Vierfüßlerstand auf deiner Matte. Im Vierfüßlerstand angekommen, spreize deine Finger ganz weit auseinander. Der Mittelfinger zeigt nach vorne, die Daumen zueinander.
Handgelenke unter deinen Schultergelenken, die Knie unter deinen Hüftgelenken. Wir beginnen hier mit sanften Katze-Kuh-Bewegungen zur Mobilisierung unserer Wirbelsäule. Wir nehmen mit jeder Ausatmung wieder den Beckenboden mit dazu, den wir anspannen. Auch atmen wir hier wieder über den Mund mit der Lippenbremse aus. Beginne mit der Einatmung in die Kuh zu kommen, heb Kopf, Oberkörper leicht an, rotier deine Oberarme nach außen, zieh die Schulterblätter hinten zusammen, lass den unteren Rücken lang. Ausatmend roll dich vom Steißbein her ein, roll dein Kinn mit ein und spann den Beckenboden mit an. Zieh deine beiden Sitzbeinhöcker zusammen, presst deine Knie ganz leicht in die Matte. Einatmend löst die Spannung wieder im Beckenboden, heb Kopf, Oberkörper an, Schulterblätter zieh nach hinten zusammen. Aus, werde rund, komm in den Katzenbuckel, spann den Beckenboden mit an. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Ein, öffnen, aus, über den Mund ausatmen, Beckenboden aktivieren und rund werden. Mach das ganz genüsslich. Schenk deinem Baby im Bauchraum eine kleine Schaukelmassage. Und deiner Wirbelsäule eine schöne, sanfte Mobilisation. Mit dem nächsten Einatmen wieder in einen neutralen Vierfüßlerstand. Wir wechseln in die diagonale Katze. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein nach hinten, bring den linken Arm nach vorne. Zieh dich lang in der Diagonalen auseinander. Ausatmend wieder über den Mund, runde deinen Rücken. Komm in den Katzenbuckel, spann den Beckenboden mit an. Ein Wechsel, linkes Bein, rechten Arm, Länge, Blick nach unten gerichtet zur Matte, aus, werde rund, spann den Beckenboden an. Im Wechsel in deinem eigenen Atemrhythmus. Noch einmal zu jeder Seite. Und dann kommen wieder im Vierfüßlerstand an. Öffne deine Knie ein wenig weiter auseinander. Schaff Platz für deinen Babybauch, je nachdem wie groß er schon ist. Und dann zieh dein Gesäß nach hinten in das lange Kind. Bring deine Hände weit nach vorne und lass dich vom Brustbein her einmal tief zum Boden sinken. Leg gerne die Stirn auf der Matte ab und lass dich deinen Atem hier wieder ein wenig beruhigen. Verlängere deine Ausatmung. Werd hier nochmal ganz still. Und mit dem nächsten Einatmung beende, komm langsam wieder nach oben in den Vierfüßlerstand zurück. Wir gehen in den herabschauenden Hund und vom herabschauenden Hund laufen wir dann in die stehende Vorwärtsbeuge. Deine Finger auch hier weit auseinandergespreizt, deine Mittelfinger zeigen nach vorne, Daumen, Zeigefinger, Kleinfingerballen drückt fest in die Matte.
Stell deine Zehen hier auf und schieb dich mit deiner nächsten Ausatmung in einen ersten herabschauenden Hund. Lass deine Knie weit angewinkelt, die Füße etwa 25-30 cm auseinander. Deine Oberarme rotieren nach außen, deine Schulterblätter ziehen zueinander. Dein Kopf hängt ganz locker zwischen deinen Armen. Deine Sitzbeinhöcker ziehen nach oben, zur Decke hin. Werde ganz lang in deiner ganzen Wirbelsäule. Und dann lauf ein paar Mal auf der Stelle. Einatmen, beug beide Knie, ausschieb im Wechsel die Fersen in deine Matte. Mach das ganz genüsslich im eigenen Atemrhythmus. Wann immer du merkst, du möchtest hier aus der Stellung heraus, geh heraus. Hast du Probleme, eventuell mit Sodbrennen, beende den Hund etwas früher oder geh gar nicht in die Umkehrstellungen hinein. Schau, was für dich im Moment stimmig ist. Einatmend, lauf langsam mit deinen Füßen nach vorne oder mit deinen Händen nach hinten. Beug die Knie weit an, sodass dein Bauchraum Platz hat. Lass dich einmal nach unten sinken in eine stehende Vorbeuge. Auch hier wieder dran denken, hast du Sodbrennen, geh nicht immer in die Umkehrstellungen mit hinein. Einatmend, roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben, drück deine Fußsohlen mit in die Matte, lass den Kopf hängen, bis du oben bist und dann roll dich langsam wieder nach oben auf. Oben angekommen, lass deinem Kreislauf vielleicht einen Moment Zeit, wenn du hier Probleme hast. Wenn du Probleme mit dem Kreislauf hast, bring gerne die Arme nach oben und pump ein paar Mal kräftig mit deinen Fingern. Mach Fäuste, spreiz sie wieder. Im Stand dann angekommen, lass deine Arme wieder nach unten sinken. Komm an den vorderen Rand deiner Matte. Für Tadasana, die Bergstellung. Wir verbinden dann die Bergstellung mit dem Stuhl zur Kräftigung unserer Beinmuskulatur. Deine Füße hüftbreit, dein Becken. Lass es nochmal nach hinten sinken. Spann den Beckenboden leicht mit an. Richte dich in der Wirbelsäule auf. Zieh deine Schulter noch einmal nach oben zu den Ohren aus. Roll sie weit nach hinten unten ab. Die Arme ganz locker neben deinen Körper. Die Schädeldecke strebt nach oben. Und nimm hier wieder deinen Atem wahr. Spür die Verbindung von deinen Fußsohlen zur Erde. Und mit der nächsten Einatmung bring die Arme über vorne nach oben. Mach dich lang in den Flanken. Ausatmen geht dein Gesäß tief nach hinten. Die Hände kommen seitlich an deine Knie. Die Knie bleiben hinter deinen Zehen. Fußsohlen fest aktiviert mit dem Boden. Einatmen, bring die Arme nach oben. Komm in den Stuhl Utkatasana. Ausatmen, Fußsohlen fest in die Matte pressen und richte dich wieder auf. Senk deine Arme nach unten. Nimm einen Atemzug hier dazwischen. Für die nächste Runde. Ein, bring die Arme wieder nach oben. Aus Gesäß geht tief, Hände seitlich an deine Knie. Rücken aufgerichtet. Ein, bring die Arme nach oben in den Stuhl.
aus, Fußsohlen in Matte schieben. Richte dich wieder auf, lass die Arme sinken. Ein Atemzug hier. Nächste Einatmung, nochmal die Arme nach oben. Aus, Gesäß geht tief in den Stuhl, Arme seitlich. Ein, bring die Hände nach oben in den Stuhl. Und hier bleibe. Wenn es für dich passt, 3 tiefe Atemzüge. Atme gerne auch hier wieder über den Mund aus. Und dann löst wieder auf. Schieb einatmen die Fußsohlen in die Matte. Drück dich mit Kraft deine Beine nach oben. Aus, lass die Arme nach unten sinken. Komm hier wieder an. Lass dich deinen Atem wieder beruhigen. Wir gehen über in ein paar sanfte Sonnengrüße. Dazu die Füße gern ein wenig weiter auseinanderbringen. Richte dich wieder auf in der Wirbelsäule. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über die Seite. Ausatmen, bring die Hände vor deinem Herzraum zusammen. Unterarme parallel zum Boden. Einatmen, öffne dich. Leichte Rückbeuge. Aus, bring die Hände gerne auf die Knie oder auch zwischen deine Beine. Schau, was für dich passt. Ein, rechts geht weit nach hinten in den Sprinter. Kopf, Brustbein heben. Bring linkes Bein dazu in den Vierfüßler. Ausatmend, werde rund, mach den Katzenbuckel. Einatmen, komm in die Kuh. Aus, Zehen aufstellen, herabschauender Hund. Ein, wieder zurück in den Vierfüßler. Rechtes Bein weit nach außen zwischen die Hände, lass deinem Bauchraum Platz. Aus, links dazu. Ein, Arme hoch und zurück. Aus, Arme senken. Erste Runde. Einatmen. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen, öffne dich, leichte Rückbeuge. Aus, in die Vorbeuge, Hände zwischen die Hände oder auf die Knie. Ein, linkes Bein geht nach hinten, Blick anheben in den Sprinter. Rechts dazu. Ausatmen, werde rund, noch im Katzenbuckel. Ein, Kopf, Brustbein heben. Aus, Zehen aufstellen. Herabschauender Hund. Ein, wieder Vierfüßler, links nach vorne außen den Fuß setzen, rechts dazu. Ein, Arme hoch und zurück. Aus, Arme senken. Einatmen, ausatmen, hier Hände vorm Herzen. Einatmen, öffnen, leichte Rückbeuge. Aus, in die Vorbeuge, ein, rechts geht weit nach hinten, Sprinter, aus, links dazu, rund werden in den Katzenbuckel, einatmen, öffnen, Kopf, Brustbein heben, aus, Zehen aufstellen, herabschauender Hund, ein, wieder Vierfüßler, rechtes Bein nach außen setzen, links dazu, ein, Arm hoch und zurück. Aus, Arme senken. Einatmen, ausatmen hier. Ein, öffnen. Aus, Vorbeuge. Ein, links geht nach hinten in den Sprinter. Rechts dazu. Ausatmen, rund werden, Katzenbuckel. Ein, öffnen. Aus, Zehen aufstellen, in den herabschauenden Hund schieben. Ein, wieder zurück, links nach vorne. Rechts dazu aus. Ein, Arme hoch und zurück. Aus, Arme senken. Noch eine Runde. Einatmen, ausatmen. Einatmen, öffnen.
aus in die Vorbeuge. Ein, rechts nach hinten, Sprinter, Blick heben. Links dazu, ausatmen, rund werden, Katzenbuckel. Einatmen, Kopf, Brustbein heben. Aus, Zehen aufstellen, herabschauender Hund. Ein, Vierfüßler, rechts nach vorne. Aus, links dazu. Ein Arm hoch und zurück. Aus, Arme senken. Einatmen, ausatmen. Ein, öffnen. Aus, in die Vorbeuge. Ein, linkes Bein nach hinten, Kopf, Brustbein heben. Rechts dazu, ausatmen, Katzenbuckel machen. Ein, in die Öffnung. Aus, Zehen aufstellen, herabschauender Hund. Ein, über den Vierfüßler, links nach außen setzen, rechts dazu. Ein, Arm hoch und zurück. Aus, Arme senken. Und hier spür wieder einen Moment nach. Komm in der Bergstellung an. Lass dich deinen Atem wieder ein wenig beruhigen, verlängere deine Ausatmung. Denk daran, über den Mund auszuatmen. Wenn sich dein Atem wieder beruhigt hat, dann gehen wir noch einmal eine Runde durch bis in den Sprinter. Hier verweilen wir dann für die tanzende Katze. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über die Seite, Hände vor dem Herzraum zusammen. Einatmen, öffne dich, leichte Rückbeuge. Aus, Hände zwischen deine Füße, ein, rechts geht nach hinten, hier bleibe. Stell dich gerne auf die Fingerspitzen, wenn das für dich passender ist. Und dann beginne mit deinem Becken hier Kreise zu machen. Schöne Übung. Für die Hüfte zu mobilisieren, den Hüftbeuger ein wenig zu dehnen und auch sehr angenehm für deinen Rücken. Dein Baby wird wahrscheinlich lachen im Bauchraum, hoffe ich. Kriegt eine kleine Schaukelmassage wieder. Halt irgendwo inne, lass dein Becken gern in die andere Richtung kreisen. Und dann langsam diese Seite wieder beenden. Linkes Bein nach hinten setzen, Vierfüßler, rechtes Bein nach vorne außen holen. Und dann beginnen auch hier wieder im Becken große Kreise zu ziehen. Das merken wir automatisch, dein Knie mitrotiert. Halte deinen Kopf angehoben. Wechsel die Richtung, Kreise. In die andere Richtung. Und beende auch hier langsam. Bring dein rechtes Bein dann wieder nach hinten in den Vierfüßler und komm auf die Matte zum Sitzen. Komm in eine angenehme Grätsche. Gerne kannst du dich auch hier leicht erhöht setzen.
mit deinem Gesäß, wenn dir das angenehmer ist. Du so leichter aufgerichtet bist. Für eine Vorbeuge mit einer seitlichen Öffnung, richte dich zuerst nochmal in deine Wirbelsäule auf. Bring die Arme über die Seite nach oben, mach dich hier ganz lang. Und dann dreh dich nach rechts über dein rechtes Bein. Lass dich hier nach vorne sinken, bring die Hände dahin, wo es für dich stimmig ist. Und dann male mit dem linken Arm einen großen Kreis, bring den Arm weit nach oben Richtung Decke und nimm den Blick gerne mit. Und jetzt schau, wo du deinen linken Arm hinbringen möchtest. Möchtest du ihn hier lassen? Möchtest du ihn weiter nach vorne ziehen, Richtung rechten Zehen? Und dort bleibe gern für 3 Atemzüge. Geh nicht voll in die Dehnung hinein, immer nur so 60-70%. Da sich in der Schwangerschaft ja Muskulatur, Bänder, alles ein wenig weicher wird durch das Schwangerschaftshormon Relaxin, achte hier darauf, dass es sich noch gut anfühlt. Also nicht übertreiben. Schließ gern die Augen. Und mit der nächsten Einatmung löse auf, komm langsam nach oben, beide Arme mitnehmen, dreh dich dann nach links über dein Bein. Lass hier deine Arme nach unten sinken, komm in eine sanfte Vorbeuge. Ein, mach einen großen Kreis mit dem rechten Arm, nimm den Blick gerne mit. Und auch hier schau wieder, wo er hin möchte. Möchte er nach oben? Möchte er leicht nach vorne zu deinen linken Zehen ziehen? Schließ gern hier die Augen. Nimm ein paar tiefe, bewusste Atemzüge in die ganze rechte Flanke hinein. Und noch ein Atemzug hier. Und dann richte dich einatmen wieder auf. Mach dich nochmal lang. Ausatmen. Bring die Arme seitlich wieder neben dein Gesäß. Komm in die Schmetterlingsposition. Bring deine Fußsohlen aneinander. Lass die Knie nach außen sinken. Die Hände gerne auf deinen Füßen abgelegt. Richte dich auf im Oberkörper und dann beginn ganz leichte Auf- und Abbewegungen zu machen. Wie ein Schmetterling, flatter auch jetzt im Winter vielleicht von Blüte zu Blüte. Schließ gerne die Augen dabei. Vielleicht möchtest du dir vorstellen, du fliegst über eine Wiese. Vielleicht riechst du auch die Wiese, vielleicht auch Blumenduft. Alles erlaubt, was in deiner Vorstellung möglich ist. Dann landet der Schmetterling langsam, beende die Auf- und Abbewegungen und setzt dich auf eine Blüte nieder. Lass deine Sitzbeinhöcker nochmal schwer nach unten sinken und lass dich von der Schädeldecke her nach oben aufrichten. Deine Schultern leicht nach hinten unten geneigt. Und dann langsam wieder aus dem Schmetterling herauskommen. Bring deine Knie gerne mit Hilfe deiner Hände wieder nach oben. Streck sie nochmal nach vorne aus. Ein wenig leicht geöffnet in eine sanfte Grätsche kommen. Und dann lass einfach mal deine
Füße nach innen, nach außen winken. Die Hände auch gern hinter deinem Gesäß aufgestellt. Und dann langsam wieder beenden. Bring deine Füße wieder zusammen. Wechsel in die Rückenlage auf deiner Matte. Nimm dir gerne eine gefaltete Decke oder ein kleines Kissen. Oder diejenigen, die bei mir im Kurs sind, auch das runde Kissen, was auch immer ihr habt. Zur Seite für danach den unterstützten Schulterstand. Komm aber erstmal in die Rückenlage auf deiner Matte. Stell deine Füße vor deinem Gesäß auf. Die Arme neben deinem Körper für die Schulterbrücke. Wir nehmen die Schulterbrücke in einen kleinen Flow mit einem weiten Kind oder auch Apanasana, wer dies kennt. Und dann gehen wir in den liegenden Stock. Hier erstmal angekommen, nimm deinen Atem wahr. Atme tief in den Bauchraum ein. Mit der Ausatmung spann deinen Beckenboden an. Halte die Beckenbodenanspannung. Mit der Einatmung roll Wirbel für Wirbel nach oben. Komm in die Schulterbrücke. Ausatmend roll Wirbel für Wirbel nach unten. Löse die Beckenbodenspannung wieder auf. Hol ein Knie nach dem anderen ran. Weit lass Raum für deinen Bauchraum. Einatmen, streck beide Beine nach oben aus, komm in den liegenden Stock, die Arme gehen über den Kopf, die Zehen flexi zum Körper hin. Aus, komm wieder in die Ausgangsposition zurück. Füße vor deinem Gesäß aufgestellt. Ein, hier wieder einen tiefen Atemzug in den Bauchraum. Aus, Beckenboden anspannen. Ein, drück deine Fußsohlen, besonders große Zehballen in die Matte. Die Knie wollen nach vorne rausziehen. Dein Gesäß kommt fast von alleine nach oben. Halte die Beckenbodenanspannung. Roll mit der Ausatmung wieder Wirbel für Wirbel nach oben, nach unten. Zieh ein Knie nach dem anderen heran. Apanasana, weit auseinander. Ein in den liegenden Stock, bring die Füße nach oben, die Arme über den Kopf nach hinten abgelegt. Aus, wieder in die Ausgangsposition zurück. Nächste Runde, tiefer einatmen. Ausatmen, Beckenboden anspannen. Zieh deine Sitzbeinhöcker zueinander. Ein, Fußsohlen in die Matte. Besonders der Großzehballen, die Knie ziehen nach vorne, dein Becken rollt nach oben. So weit, wie es möglich ist mit dem Babybauch. Und aus, wieder lösen, nach unten rollen. Beckenbodenspannung lösen, ein Knie nach dem anderen zum Körper hinziehen. Ein liegender Stock, beide Beine nach oben, beide Arme über den Kopf. Und aus, langsam. Wieder lösen, Füße vor deinem Gesäß aufgestellt. Wieder einen tiefen Atemzug hier ein. Aus, Beckenboden spannen. Nach oben rollen mit der nächsten Einatmung in die Schulterbrücke und hier bleibe. Deine Knie parallel. Sie ziehen nach vorne weg vom Körper. Die Oberschenkelrückseiten ziehen aneinander. Deine Schulterblätter weit zueinander, ausgerichtet, die ganze Körpervorderseite geöffnet. Spür die Kraft in deinen Füßen, im Gesäß. Und jederzeit, wenn du merkst, es langt für dich, roll Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Zieh ein Knie nach dem anderen wieder heran. Lass dein Bauchraum Platz. Dein Nacken lang.
Und nimm hier 3 tiefe Atemzüge. Wir gehen weiter noch in das halbe Happy Baby. Lass den linken Fuß nach unten sinken. Hol dein rechtes Bein entweder an der Oberschenkelrückseite oder an der Wade. Vielleicht kommst du auch an deine Außenseiten oder an die Innenseiten deines Fußes heran. Lass dein Knie weit nach außen sinken, deinen Bauchraum Platz lassen. Schaff so Raum, Öffnung in deiner Hüfte. Den Atem tief fließen. Gesicht entspannt, der Kieferbereich entspannt. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Und dann wechsel die Seiten. Rechtes Bein nach unten sinken lassen. Hol dein linkes Bein ran. Greif Oberschenkelrückseite, Wade oder vielleicht auch ganz oben an deinem Fuß. Schau, dass dein Kopf auf dem Boden liegen bleibt, der Nacken lang ist. Schließ gern hier die Augen. Genieß die Öffnung. Der Atem fließt ganz tief in deinen Bauchraum hinein. Noch einen tiefen Atemzug hier. Und nun löse wieder auf. Lass dein linkes Bein nach unten sinken. Hol dann nochmal beide Knie zum Körper heran, weit auseinander und schaukel nochmal sanft nach rechts, nach links. Mach das ganz genüsslich. Schenk dir, deinem Baby im Bauchraum, ein inneres Lächeln. Lass dich langsam auskugeln, sozusagen. Stell die Füße wieder vor deinem Gesäß auf. Nimm dir ein Kissen oder eine gefaltete Decke, was auch immer du hast, was für dich stimmig ist von der Höhe her. Heb dann dein Gesäß noch einmal nach oben an. Bring das Kissen unter dein Gesäß, sodass es für dich angenehm ist, dein Becken leicht erhöht liegen kann. Jetzt zieh ein Knie nach dem anderen zum Körper hin und streck deine Beine ganz locker nach oben aus. Deine Hände ganz locker neben deinem Körper abgelegt, die Handflächen gern nach oben gedreht. Der Nacken ist lang. Deine Beine so entspannt wie möglich. Deine Füße, die Zehen ganz locker. Und hier genieß ein paar Atemzüge, die regenerierende Wirkung. Einfach mal die Beine hochlegen, nichts tun. Der unterstützte Schulterstand unterstützt den Rückfluss von Blut und Lymphe zum Herzen. Durch die sanfte Erhöhung von deinem Beckenraum kann auch hier dein Beckenboden einmal entspannen, da er gerade ein wenig mehr leisten muss. Eine Funktion der mittleren Schicht ist, die Organe zu tragen, die Gebärmutter natürlich, die ein wenig mehr Last gerade auf den Beckenboden gibt. Es ist immer gut, täglich einmal das Becken höher zu legen, wenn nichts dagegen spricht. Wir gehen hier über noch in eine sanfte Tönvariante. Wir tönen ein U und mit dem U
lassen wir unsere Beine in eine leichte Grätsche kommen. Atme hier tief ein und ausatmend. Ein, bring die Beine wieder nach oben zusammen und ausatmen, töne wieder ein. Ein, wieder zusammenbringen, du kannst die Hände auch gerne auf deinem Bauchraum zum Baby ablegen. Sofort noch für 3 Runden im eigenen Atemfluss. Der nächsten Ausatmung beende wieder. Lass deine Füße ganz sanft nach unten sinken. Heb mit der Einatmung nochmal dein Becken nach oben in die Schulterbrücke. Zieh dein Kissen unter deinem Gesäß heraus. Roll wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Roll dich dann zur rechten Seite. Mit Hilfe des oberen Arms drück dich nach oben. Komm zum Sitzen. Für eine letzte Asana den unterstützten Fisch. Wenn du zu Hause ein langes Bolster hast, dann richte dich so ein, dass es für dich angenehm ist. Gerne auch noch höher, gern noch ein Kissen obendrauf. Probier einfach aus, wenn du die Asana nicht kennst. Das ist eine sehr entspannende Asana für dich als Schwangere und auch für Nicht-Schwangere. Sehr entspannend. Setz dich vor dein Kissen, vielleicht auch gefaltete Decken oder Handtücher. Und dann leg dich ganz sanft auf deine Erhöhung ab. Schau, dass es für dich hier stimmig ist. Gerne noch etwas höher, probier immer wirklich aus. Und hier angekommen, leg deine Hände gerne auf deinen Babybauch oder auch seitlich abgelegt. Bring deine Fußsohlen aneinander und lass deine Knie nach außen sinken. Schließ hier gern die Augen. Komm erst einmal an. Entspann dein Gesicht, deinen ganzen Kieferbereich. Dein Atem lass tief in deinen Bauchraum fließen. Deine Schultern sinken sanft nach unten. Dein Brustraum wird geöffnet. Auch eine schöne Position, wenn du mit Sodbrennen in der Schwangerschaft Probleme hast. Leicht erhöht. Auch hier gehen wir nochmal über in eine sanfte Kräftigung für deinen Beckenboden. Wir pressen mit jeder Ausatmung unsere Fußsohlen fest aneinander. Ziehen gleichzeitig unsere Sitzbeinhöcker zusammen, spannen den Beckenboden mit an. Wir atmen auch hier wieder über den Mund aus, mit der Lippenbremse, leicht gespitzt.
als ob du ein F blasen möchtest. Wir beginnen zusammen und dann wieder im eigenen Atemfluss. Atme hier nochmal tief ein, werde weit. Mit der Ausatmung presst deine Fußsohlen zueinander, spann den Beckenboden mit an. Einatmen, löst die Spannung wieder, lass die Knie weit zum Boden sinken. Ausatmen, wieder Spannung aufbauen, über den Mund ausatmen, dran denken, Fußsohlen aneinander pressen. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmen, weit werden und aus, anspannen, Beckenboden, Fußsohlen aneinander drücken. Wenn du das nächste Mal den Beckenboden anspannst, die Fußsohlen fest aneinander drückst, dann halte hier gern, wenn es für dich stimmig ist. Atme hier weiter, halte die Anspannung im Beckenboden, in den Fußsohlen, spür die Kraft auch in deinen Beinen. Der Atem fließt. Mit der nächsten Ausatmung lass wieder los. Beckenboden wieder entspannen. Bring die Knie gern mit Hilfe deiner Hände wieder nach oben. Die Füße ein wenig weiter geöffnet. Lass die Knie gern in der Mitte zusammensinken. Und hier entspann noch ein paar Atemzüge. Schau, wo du deine Hände ablegen möchtest. Auf deinem Babybauch oder seitlich vom Körper nochmal abgespreizt. Wir gehen auch hier nochmal über in eine Tönübung, einfach um den Beckenboden jetzt zu entspannen und auch den Kieferbereich zu lockern. Gleichzeitig bekommt das Baby im Bauchraum eine schöne kleine Vibration und es freut sich über die Geräusche, die du machst. Atme hier tief ein. Bring die Arme seitlich nochmal weg vom Körper. Mit der Ausatmung töne ein O und bring die Hände ganz langsam, so lang wie du ausatmest, zurück auf deinen Bauchraum. O. Warte, bis du vollständig ausgeatmet hast. Und nun atme tief wieder ein, werde weit im Brustraum. Ausatmen, töne ein O. Ein, nochmal weit werden. O. Letzte Runde tief ein. Oh.
hier angekommen, spüre einen Moment nach. Tönübungen haben auch einen sehr stark beruhigenden Effekt auf unseren Körper, aktivieren unseren Parasympathikus, den Gegenspieler vom Sympathikus, der im Stress aktiv ist. Und ich würde mal sagen, in der momentanen Situation können wir das alle gebrauchen, viel Entspannung, loslassen, was ich ankommen. Wir sind fast am Ende angekommen. Mach dich bereit für Shavasana, die Abschlussentspannung. Gerne, wenn es für dich angenehm ist, kannst du auch hier in der Position verweilen. Wenn du noch in der Rückenlage liegen kannst, dann komm in die Rückenlage. Langsam von deiner Polsterung zur Seite abrollen, Kissen zur Seite ziehen. Vielleicht möchtest du auch in die Seitlage gehen, wenn für dich die Rückenlage nicht mehr passend ist. In der Seitlage nimm dir gerne eine Decke oder ein Kissen für unter deinen Kopf. Winkel deine Beine gerne an und auch hier bring gerne nochmal ein Kissen, eine gefaltete Decke, was immer du auch hast, vielleicht ein Stillkissen, zwischen deine Beine, sodass dein Becken gerade ausgerichtet ist und du nicht so schief auf dem Boden abgelegt bist. Bette dich so, dass es für dich und dein Baby im Bauchraum angenehm ist. Und in der Seitlage angekommen, schließe hier gern die Augen. Eine Hand gerne auf deinem Bauchraum abgelegt beim Baby. Und hier komm an. Nimm nochmal deinen Atem wahr. Wie fließt er jetzt? Halte gern ein leichtes, entspanntes Lippen auf deinen, ein Lächeln auf deinen Lippen so herum. Gerne kannst du auch mal dein Becken ganz sanft nach vorne, nach hinten schaukeln. Und komm wieder in eine ruhige Position. Schau nochmal, ob du irgendwas verändern möchtest, noch irgendwas benötigst, damit du angenehmer liegen kannst. Und nun versuche in Shavasana ganz bewegungslos zu verweilen. Wandere mit der Aufmerksamkeit nochmal durch deinen Körper. Beginne an deinen beiden Füßen. Nimm beide Füße wahr. Deine Zehen, deine Fußrücken. Deine Fersen, deine Fußgelenke, die Unterschenkel, Knie, die Oberschenkel, Gesäß, dein Beckenraum, deine Wirbelsäule wahr. Dein Baby im Bauchraum. Wander weiter nach oben zu deinem Brustraum. Schultern. Deine Schulterblätter.
deine Arme, Oberarme, Ellenbogen, die Unterarme, deine Handinnenflächen, deine Finger, deine Handrücken, dein Hals, dein Nackenbereich, Hinterkopf, Schädeldecke, Stirn, die Augen, die Augenlider, die ganz weich sind, geschlossen, dein Kiefer entspannt, Zahnreihen liegen ganz locker übereinander, auch die Zunge im Mundraum ganz entspannt. Wander wieder nach unten zu deinem Bauchraum, zu deinem Baby. Nimm hier nochmal Kontakt auf. Schenk ihm wieder ein inneres Lächeln. Signalisiere ihm, dass er sich aufgehoben fühlen darf, geborgen, geliebt. Freudig erwartet wird, dass es im Bauchraum noch weiter wachsen darf, so lange, bis es für sich die Zeit gefunden hat und dann das Licht der Welt erblicken möchte. Und so verweile noch einen Moment ganz bei dir. Genieße das Nichtstun. Langsam beginne wieder deinen Atem zu vertiefen. Bring Bewegung in deinen Körper. Fang an den kleinen Gelenken an. Beweg deine Zehen, beweg deine Finger, Fußgelenke, Handgelenke. Lass die Bewegungen größer werden. Recke, strecke dich, wie es dir gut tut. Alles erlaubt, gähnen, seufzen, stöhnen. Vielleicht willst du auch noch mal irgendeine Bewegung machen, die du brauchst, bevor du dann über die Seite nach oben kommst, nochmal zum Sitzen auf deiner Matte, vielleicht auch zu Hause liegen bleiben möchtest. Ich sehe es ja eh nicht. Wenn du im Sitzen angekommen bist, dann nimm dir gern noch mein Kissen
leicht erhöht. Richte dich nochmal auf in der ganzen Wirbelsäule. Schließ gern nochmal deine Augen, die Hände gerne auf deinem Babybauch abgelegt. Entspann nochmal deine Schultern, zieh sie sanft nach hinten und unten. Auch hier halte gern nochmal ein leichtes Lächeln auf deinen Lippen. Nimm nochmal den Atem wahr. Samsaramaya parivacchitosi Surosi burosi niranjanosi Samsaramaya pariva cittosi. Atme ein, bring die Arme nochmal über die Seite nach oben, bring die Hände über dem Kopfraum zusammen und zieh sie mit der Ausatmung vor dein Herzraum. Bedank dich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für die Yoga-Praxis. Bedank dich bei deinem Baby, dass du es so gut mitgemacht hast. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir doch gerne einen Daumen hoch, vielleicht auch einen kleinen Kommentar, worüber ich mich freuen würde. Vielleicht auch eine Anregung, was du dir wünschst. Und ich wünsche euch zu Hause eine gute Zeit. Bleibt gesund, bis wir uns vielleicht dann doch noch in eurer Schwangerschaft wiedersehen bei mir hier im Yoga-Raum. Mach's gut. Namaste.